Leute, Bildungstrinker, es geht los. Wir starten nach Paris. Mhm. Flugzeug. Paris, Warschau. Champagnerbad, Calvados Battle. Aber also nicht im Flug, wir haben nicht so. Wir werden live berichten, in Farbe, gut aussehend und freuen zumindest uns. Zumindest in Farbe. In Farbe auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir morgen noch so gut aussehen. Nein. Paris, Warschau, Cocktail and Spirits, hier kommen wir. Ab in den Flieger. Here we go, rock and roll. When you travel with David Bowie. Yeah, sure. But well, you know what? So. I'm the last one. It's four of us here. C'est ça. Okay, let's start. Welcome to Paris. Ja, liebe Bildungstrinker, so geht's zu in Paris. Wir sind kaum gelandet. Schon fließt der Alkohol im Strömen in es einem wunderschönen Zitronen. 10 nach 9. Wir sind zusammen mit David Cordoba aus dem 28 Hong Kong Suite. Singapur. Singapur is not bad. Not bad. Patrick, do you want champagne? No. Cheers. Okay. Cheers. Cheers, cheers. We are looking. Oh, Jörg Meyer, they put the JM on it. Jacques Maillard La Prière. Mm. Good, eh? How long was your flight? 14 hours. It's about 10 and a half. Geschätzte Bildungsträger, ihr merkt die Vielfalt. Ja? Ja. Werte, geliebte, geschätzte, also das ist schon der dritte Take hier. Geschätzte Bildungsträger, wir sitzen in der Rue de Lyon in Paris. Das ist natürlich absolut so gewollt, dass wir in der, ich sag jetzt mal Lyon mit IOE, ne? Straße des Löwen. IOE? Also, nein, natürlich nicht LY. Habe ich eh gesagt, oh mein Gott. Alter, ich bin nervös. Ich bin nervös aus folgendem Grund, weil ich sitze hier mit zwei sehr geschätzten oder einem Kollegen, einer Kollegin muss ich sagen. Ich hatte das Vergnügen, vor einigen Wochen oder ein, zwei Monaten deren neue Bar in Berlin zu eröffnen. Das Lost in, ich sag mal falsch, das heißt Gapstreet oder Gapstreet? Rough. Ich lasse nämlich immer das eher weg, ich sag mal Gapstreet. Also ich habe gelernt, es ist immer gut, wenn man Namen findet, die sehr einprägsam sind, die sich jeder merken kann und sofort aussprechen kann. Deshalb. Also ich habe, es heißt Lost in Grub Street, aber sie machen auch das Beckett's Kopf in Berlin. Also Christina und Oliver, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung in die Show. Da wir gerade von Herrn Bauer gehört haben, YouTube ist die Zukunft, wer hätte es auf Video fest. Nicht, dass man sich wundert, wir haben noch was zu trinken bestellt, so geizig sind wir nicht. Also ja. Das kommt dann. Ja, ich habe es ausgesprochen gut bezahlt. Oliver, ich hatte ja das große Vergnügen, euch zu besuchen in eurer neuen Bar. Ich finde es ein sehr ungewöhnliches, mutiges Konzept. Auch eins, was mir sehr gut gefällt. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was so mit der Bar, was es auf sich hat. Oder? Ja, ich kann vielleicht mal eine Sache erzählen, die. Also erstmal ganz einfach. Eine Sache ist ganz einfach, und zwar, wie Charles Schumann das gestern nannte, eine Puncheria. Also wir verkaufen Punches, so ein bisschen die Ursprünge der Mischkultur, da sind wir zurückgegangen. Also wenn man sagt, die Grub Street fängt an bei den Ursprüngen der Mischkultur, die Grub Street war eine Straße in London des 19. Jahrhunderts, existiert heute nicht mehr. Und die Straße existiert. Genau. Existiert unter anderem Namen als Milton Street. Milton Street. Ja. Wer da jetzt an Paradise Lost denkt und Lost in Grub Street, der
Ist auf dem Holzweg. ja. Ich weiß nicht mal, wovon die reden. Das kann man ja alles googeln heute. Machen wir nachher. Kann man alles googeln. Ja. Kann man alles googeln. Genau, und dann machen wir Punches nach ziemlich historischen Rezepturen. Also nicht dieses Früchte-Geschnitze in Alkoholwerfe, sondern schön Oleosaccharum, Zucker reiben an Zitrusschalen. Und dann servieren eben in großen Schüsseln, Silberschüsseln, schönen Silberschüsseln. Und jetzt kommen hier die Glasschüsseln. Tränke. Sehr schön. Kaffee. Ja, genau. Das erinnert mich an meinen liebsten. Nein, ich habe früher mal so diese drei Bilder-Cartoons gesammelt. Mhm. Da gab es ein paar sehr schöne, immer was so mit Gastro zu tun hat. Mhm. Einen, den ich sehr schön fand, war einmal der mit, da steht jemand vor Gericht, also der Richter fragt ihn, warum war so der Angeklagte, was sagen Sie dazu? Sie haben diese Gruppe sehr freundlicher, älterer Damen, die auf ihrem Kaffeekränzchen jetzt bei Ihnen waren, angegriffen und beleidigt. Was haben Sie zur Entschuldigung zu sagen? Sagt der Angeklagte, sie verlangten getrennte Rechnungen. Dann sieht man den Richter dann wieder so freispruch. Aber mein allerliebster Witz war immer, da sitzt so eine straßengemalte Szene, wie wir jetzt hier nur da, sozusagen auf der Straße von Paris sitzt, so ein, kommt der Garçon mit seinem Teller und sagt, Kaffee? Fragezeichen. Dann sagt der andere Deutscher, nee, lieber Tee. Und so, Liberté, Galité, das nächste Bild ist, wie so 800 Franzosen diesen Mann feiern. Also man muss lernen, Kaffee ist. Vorsicht mit Kaffee und Liberté, das ist ja. Also eine kleine Sammlung schöner Stückzeichen. Also Kaffee und Liberté war mein Favorit. Ja. Super, so. Schön auf der Strohhalm hier. Ja. Also dieser Mint-Grünton, dachte ich, ja übrigens, dein ist ein anderes Farbton. Ja, dein ist ein bisschen dunkler. Also ich würde sagen, mein Farbton, ich dachte, der wäre verboten worden jetzt seit den 90ern, diese Farbton. Aber richtig gutes Eis hast du. Ja. Ein, nee, zwei, man weiß auch, mal für Bildungstrinker, ich zeig das mal. Kann man jetzt natürlich auf dem Audio-Podcast nicht hören, aber ich kann es mal beschreiben. Ja, meine ich ja. Ach, hör auf, so viel zu scheißen. Also es ist ja einmal ein Hockey, aber was man daran erkennen kann, wunderschön, ist, dass in dieser Eismaschine, die wird nie gereinigt. Und an dieser Trüben, das heißt, man kann daran erkennen, dass sie wahrscheinlich ihre Weinflaschen einfach so reinstellen, damit sie kalt sind und immer die Keime reinkommen. Das erkennt man, wenn das Eis aus, dann machen Leute das falsch, ist immer ein verkeimter Auffangbett und dann fängt an, diese Keime fangen dann an, in den Eisbereiter zu wandern. Ich weiß schon, wie es aussieht, wenn man das aufschraubt, es ist ein ganz ekliger, grauer, grüner Schleim. Also wenn man mal in seiner Bar so eine Eiswürfel bekommt, ja, guck, sollte man kurz mit dem Hygienebeauftragten. Ja, weißt du, und das ist ehrlich gesagt der Grund, warum wir überhaupt noch keine Eismaschine haben. Cleverer Typ. Ja. Musst du nichts sauber machen. Du musst nichts sauber machen. Was für ein Einstieg, ist ja Wahnsinn. Die Geschichte haben wir jetzt schon mal. Wir haben zwar eine zweite Bar eröffnet, aber wir haben die ganze Zeit versucht, nicht mehr Arbeit zu haben als vorher. Ist geschickt. Habt ihr in der ersten Bar auch keine Eis? Nein. Wir lassen uns das ganze Eis liefern. Also wir machen ja, wir haben ja im Beckett's Kopf haben wir einmal, das Shake-Eis ist ja auch groß im Beckett's Kopf. Ja, das stimmt. Und das stellen wir natürlich alles selber her, das heißt, da stellen wir die Sachen ein. Seien wir ehrlich, aber Christina macht das, oder? Du doch nicht, oder? Ich mache. Ich schneide. Das ist so ein bisschen wie beim Bootfahren und Christina ist diejenige, die vorne mit der Trommel sitzt oder die mit dem Megafon oder so. Schlagen. Ja. Genau. Und ich schlage dann. Nein, ich schlage meistens. Ja, stimmt. Ich mache das so selten, ich kriege immer Blasen. Ja. Und genau, da machen wir. Ich bin auch gerne in der Küche. Okay. Genau, Christina macht gerne den Charles Schumann bei uns. Ist immer in der Küche. Ich glaube, jeder würde gerne den Charles Schumann machen. Das können aber nur sehr wenige, aber du scheinst es zu machen. Meine Bratkartoffeln sind so eine Katastrophe, also ich brauche sicherlich nur 10 Jahre, bis ich da Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ursprünglich mal. Also wir haben immer Punches gesprochen, genau. Ja. Genau, wo auch ein großer Eisblock drin ist und Punch ist eine Art, ist eine andere Art zu trinken als Cocktails. Kommt aus der
Zeit der Vita Contemplativa, wie der Lateiner sagen würde. Bildungstrinken bekommt ja also eine ganz neue Dimension. Ich habe extra noch mal eigentlich alles. Haben wir gar nicht das Recht, diesen Namen zu benutzen. Er steht eigentlich schon in deiner Vita geschrieben. Ich nehme alles beim Wort, was du mir sagst, nehme alles beim Wort. Und da hat man zu dieser Zeit hat man irgendwie sich mehr Zeit gelassen. Es ging nicht alles um Effizienz, es muss alles schneller werden und so. Sondern wenn man sich erstmal die Zubereitung eines Punches hat schon wurde in aller Ruhe fabriziert, kann man bei Dickens nachlesen, liebe Bildungsträger. Schönes Buch übrigens. Schönes Buch. Ja, ja. Super. Es gibt ja sogar einen Brief von Dickens an, ich glaube, seine Schwägerin, wie die einen Mann, in den die sich verliebt hatte, rumkriegen könnte. Und das beantwortet er mit einer detaillierten Beschreibung eines Punch-Rezeptes. Weil er gesagt hat, wenn du das kannst, der Mann haut dir nie wieder. Okay. Ja. So habe ich das bei dir ja auch gemacht. Genau. Du hast das Spiel so umgedreht. Das um genau. Die Frau gekocht. Genau. Ja. Du bist nach Portugal gefahren. Da sehen wir ja. Punch im Gepäck. Ja. Das nimmt erstmal eine Zeit, Zubereitungszeit und dann aber auch Zeit des Trinkens. Das heißt, dann steht diese Schüssel, steht eben in der Mitte und dann sitzt man drumherum und dann trinkt man ganz in Ruhe. Es sind auch mehrere Gläser pro Person. Und das kann man für 2 Personen machen, das kann man auch für 200 Personen machen. Ist eine ganz entspannte, ruhige Art zu trinken. Der Punch entwickelt sich aber auch. Ja, das ist immer ein bisschen was, da merkt man, dass das so gar nicht in die Zeit heute passt. Weil wenn wir jetzt im Lost auch so dann Gruppen haben, so sagen wir mal so 12 oder so. Ne? Im Beckett sehen wir ja nicht so große Gruppen, aber im Lost können wir gut so große Gruppen nehmen. 12, dann ist es super, wenn du sagst, ich bestelle einen Punch für 12 Personen. Das ist eine schöne große Schüssel in der Mitte. Kannst du so schöpfen. Sonntagssuppchen. Genau. Am Tisch. Aber natürlich passiert es ständig. Du bestellst die 3 verschiedene Punches. Oder 4 verschiedene 4 Personen. Ja, aber 3 für 4. Ja. Oder sagst, nee, bestell lieber eine große. Kinder, die entwickelt sich. Ja. Der Geschmack verändert sich im Laufe der Zeit. Aber das ist halt die Vita Activa, nicht die Vita Contemplativa. Alles viel und schnell und viel sofort. Viel probieren. Ja. Genau, das ist die eine Geschichte unserer Punches, die wir im Lost in Grub Street machen. Und das andere sind Cocktails. Und die Cocktails, glaube ich, auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Wir benutzen nämlich als Basisspirituosen arbeiten wir nur mit kleinen oder Kleinstdistillerien aus, dann nennen wir es mal deutschsprachigen Landen. Also, und fallen Menschen. Wir auch andere Bezeichnungen ein, wir lassen das. Das muss auch fassen. Ja, genau. Das hören nicht alle so gern. Genau. Ruckzuck ist man wieder bei einem Brand. Ja. Und wir benutzen keine Brands, sondern wir benutzen. Brands? Mir gefällt die Betonung. Spirituosen, Menschen, die sich extrem viel Mühe geben, die sehr detailversessen distillieren, wo der Geschmack wirklich im Zentrum steht, die eine wahnsinnige Suche machen nach dem besten Rohprodukt. Ich weiß nicht, du kennst den Christoph Keller zum Beispiel, den kennst du ja auch. Ja. Der läuft da über Golfplätze, über Friedhöfe, immer auf der Suche nach irgendwelchen wilden Früchten, um dann zu gucken, ob man die destillieren kann oder nicht. Und Christoph ist einer von mehreren. Josef Schätzel, Josef Fahrthofer oder so werden dann andere, die halt einfach sehr, sehr detailversessen eben in erster Linie Fruchtdestillate machen. Also entweder Geiste oder Brände oder auch Kräuterdestillate, also Monokräuterdestillate, Korianderdestillate beispielsweise. Und mit den Sachen arbeiten wir, machen wir Drinks mit, viel in Verbindung mit Wermut. Für die Sachen gilt dann aber das Gleiche, also absolute Kleinstdestillerien. Darf ich Interesse aber fragen bei Wermut, was für kleine Hersteller? Also es gibt einen ganz interessanten deutschen Wermut, der heißt Meerwut. Wie ist der? Meerwut. Also das ist ein ganz tolles Sprachspiel. Meerwut. M-E-R-W-U-T.
Also einfach Wermut. Wermut. Ja, jetzt habe ich es geschrieben. Das kennt man normalerweise oft so von Friseuren, die schreiben so, genau, so Wortspiele irgendwie oben dran. Aber das Design. Das, was? Ja, so. So. Da gibt es eigene Blogs für. Ja. Friseurnamen-Wortspiel-Blogs. Ja, genau. Ja. Genau. Das gibt. Kennst du das? Muss man. Nee, jetzt keine Zeit für gehabt. Haarscharf, Abschnitt. Ja. Genau. Und der ist aber, also der hat offensichtlich auch nicht so viel aufs Flaschendesign und Namen geachtet, sondern auch mehr auf den Inhalt. Das ist ein, also der war jahrelang Weinverkäufer und Sommelier. Stefan Bost heißt der, der den macht, und der hat sich sehr intensiv mit Wermut befasst. Und sein Problem ist immer gewesen, dass die in den Wermut, die er gekauft hat, sind die Weine, also laut seiner eigenen Aussage, sind die Weine mal furchtbar. Und er wollte mal Wermut machen, der richtig gute Weine auch mal hält. Und dann kommt die ganze Kräutergeschichte. Er hat auch viele frische Kräuter, getrocknete Kräuter verwendet. Und das ist ein sehr interessanter. Dann finde ich auch sehr gut Carlos von Carlos Alberto. Schon deshalb zu schätzen, weil beim Carlos Alberto, sowohl beim Roten als auch beim Dry, stehen hinten sämtliche Kräuter drauf, die da drin sind. Sowas schätze ich sehr. Sowas schätze ich ja einen solch großen Affen von der Industrie, dass sie immer diesen... So ein Stück kann man werden, merci. Danke. Dass sie immer diesen Quatsch machen mit Geheimrezept. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Weißt du, Geheimrezept ist so ein... Eigentlich muss man alle Flaschen aus der Bar schmeißen. Die sagen Geheimrezept. Wenn mir jemand Geheimrezept sagt, heißt das für mich, du hast ein Geheimnis. Genau. Ja, und das möchte ich vielleicht dann besser gar nicht wissen, was das für ein Geheimnis ist. Und deshalb will ich es auch nicht haben. Das ist auch zum Beispiel einer der Hauptgründe gewesen, warum wir das im Lost in World Street so gemacht haben. Wir haben im Beckett's Kopf über die Jahre hinweg haben wir Auswahl sehr verändert. Ne? Weil früher waren das mehr, also ist ja nicht schlimm, aber ist immer vielleicht nochmal ein Major Brand, hat man da gesehen. Genau. Und letztens war ich immer mal da, das ist ja nichts, weil ein Gin, den ich nicht kenne, was ich auch gut fand aus Deutschland. Genau. Ja. Und warum? Und genau. Fand ich super. Also ich versuche wirklich nur noch Produkte zu verwenden, wo man wirklich weiß, was da drin ist. Ja? Und wenn das nicht auf der Flasche steht, dann will ich da anrufen können. Ja. Und dann will ich auch nicht mit irgendeinem Marketing-Fuzzi sprechen oder so, sondern will ich mit dem Destillateur sprechen. Ja, und der soll mir dann meine Fragen beantworten, weil die Fragen sind eben oft detailliert. Ja? Da reicht es mir gar nicht aus, wenn dann heißt, ja, da ist viel Wacholder drin. Wir benutzen viel Wacholder. Da möchte ich dann schon gerne wissen, wo kommt der Wacholder denn her? Verwendest du den frisch? Verwendest du den getrocknet? Welche Mengen? Was heißt welche Mengen? Genau. Wie ist der Destillationsprozess? Langsam, mehrfach, etc. etc. Temperaturen und so. Also ich möchte es dann schon sehr genau wissen. Das kann man mir beim Marketing nicht sagen. Ich habe auch, man kann das auch mal machen. Man kann auch mal solche E-Mails zum Beispiel an irgendwelche großen Firmen schicken. Da kriegt man entweder gar nichts zurück, wenn man so detaillierte Fragen oder so übliche Blabla-Geschichten. Ne? Hand-selected Botanicals. Mhm. Naja, dass da irgendeine Hand mal involviert ist, das ist mir schon klar. Man kann das auch alles mechanisch machen. Das ist aufwendig. Ja. Maschine dafür bauen, die. Manchmal ist die Hand billig. Oder auch zum Beispiel so, wie heißt denn das bei. Wo du nur den Dampf durch die Botanicals leitest. Vaporisieren? Nee, Vaporisieren ist nochmal was anderes. Was meinst du? Wie heißt dieses Destillationsverfahren nochmal? Fällt mir vielleicht später mal an. Das wird da so als Qualitätsmerkmal. Wir brauchen eine Flasche Bombay, du schickst drauf. Ja, genau. Ja? Genau, weil Bombay ist es. Da steht Vaporized drauf. Nee, Vapor Infused. Vapor Infused? Ja, also da gibt es einen deutschen Begriff auch für. Schleppdestillation heißt das. In Deutschland heißt das Schleppdestillation. Das sind ja irgendwie aus dem Ackerbau. Das sind ja auch oftmals ehemalige Ackerbauern, die da umgestellt haben auf Destillation. Und zum Beispiel Schleppdestillation. Ich habe da auch nachgefragt, sag mal, also zum Beispiel den Hiebel, Georg Hiebel aus Österreich, gefragt, sag mal, Schleppdestillation. Machst du auch irgendwie Schleppdestillation oder was?
Ja, Schleppdestination, das machst du manchmal zusätzlich. Aber da kannst du noch flüchtige Aromen mit destillieren. Das heißt, das ist nur was für die Nase. Schmecken kannst du da gar nichts. Also als reine Schleppdestillation mache ich überhaupt nichts. Das mache ich dann mal als Zusatz. Ne? Das heißt, die hängen dann da einen Aromakorb rein. Genau. Bei Christoph zum Beispiel, Christoph hat ja in seiner... Christoph Keller, hat zwei Aromakörbe, also die Möglichkeit, zwei Aromakörbe reinzuhängen. Mhm. Ne? Das macht er auch nicht immer, aber das ist halt ein Zusatz. Ja? Das ist also nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt die hochwertigere Art des Destillierens. Das sind natürlich alles so Sachen, da muss man sich eben ein bisschen mit beschäftigen. Und ja, das haben wir getan und das führte dann irgendwann dazu, dass wir eben eine Bar aufgemacht haben mit nur noch Produkten von Leuten, mit denen wir auch telefonieren. Also war sozusagen die Entwicklung, die man selber gefühlt wahrscheinlich im Backlitz-Kopf mitgemacht hat, weil man irgendwann gemerkt hat, ach, irgendwie ist das eine Menge Quatsch und ich will lieber so ein bisschen da authentisch sein und sozusagen das Echte finden und das, was wirklich Wert hat und Inhalt. Und die Entwicklung ist irgendwann plötzlich... Wahrscheinlich aus mehreren Gründen dazu müssen wir machen einen Neubau und dann gehen wir all in sozusagen. Genau. Und dann auch ein bisschen, also wir machen unsere Cocktails da nicht mit klassischen Spirituosen, also nicht mit, gibt keinen Gin-Cocktail, gibt keinen Wodka-Cocktail, gibt keinen Rum-Cocktail und Tequila-Cocktail oder Mezcal-Cocktail oder sonst irgendwas. Das gibt's alles nicht, sondern die Tradition, die uns umgibt, das ist die Tradition der Obstbrände, der Kräuterdestillate und auch Kräuterliköre. Auch Wermut schon auch gewesen, gibt es halt heute weniger, aber. Das kommt ja gerade viele wieder. Genau, kommt jetzt wieder. Kommt jetzt wieder. Davon ist ja viel dann auch so ein bisschen. Genau, und das ist ja zusammen gemacht. Und das ist auch so ein bisschen, muss man sagen, das ist auch schon so ein bisschen die Königsklasse. Es ist bei den Destillateuren, die ich jetzt auch genannt habe, ist ja so ein bisschen so, das sind die Könige oder die Götter, die im eigenen Land verkannt sind. Mhm. In anderen Ländern haben die ein sehr, sehr hohes Standing, verkaufen da auch viel. Wenn wir jetzt von viel reden, dann reden wir nie von viel im Sinne von Tausenden von Flaschen. Aber da sind die schon weitaus bekannter. Und die Schwierigkeit, Sachen wie Quitte zu destillieren oder Kirsche, die ist einfach viel, viel höher, als jetzt einen Gin zu machen. Jetzt unabhängig davon, was ich da für Kräuter verwende oder nicht. Ja, sozusagen, das ist ja so ein bisschen der schnelle Bruder. Du nimmst fertigen Alkohol, im schlimmsten Fall bringst du da irgendwie diesen Geschmack von irgendwas rein. Genau. Und dann ist fertig. Genau. Lässt noch einen Tag ruhen und dann nochmal filtern. Genau, es gibt natürlich in der Gin-Herstellung gibt's schon auch große Unterschiede. Einer der großen Unterschiede ist, woran man, finde ich, auch so ein bisschen erkennen kann, wie gearbeitet wird, sind die Sachen alle getrocknet oder machen wir auch frische Sachen? Zum Beispiel frische Zitrusschalen. Hm? Das macht ja hier, ich glaube, der Stefan Gabel. Zum Beispiel. Hm? Wenn du kannst schon mal sagen, okay, wenn jemand frische Zitrusschalen verwendet, dann kann der das nur machen, wenn der sehr sorgfältig destilliert? Weil der kann nicht lagern. Das stimmt. Genau, der muss das immer und dann geht's los. Und dann geht's los. Sonst kannst du nicht anrufen, wenn er da rabbeißt. Genau. So ist es. Also das ist zum Beispiel so ein Kriterium. Aber natürlich ist es ist einfach weitaus anspruchsvoller und weitaus schwieriger, Quittenbrand zum Beispiel herzustellen. Also das werden natürlich alle Bildungstrinker wissen, das ist ja klar, dass zum Beispiel in so einem Quittenbrand, da sind 45 Kilo Quitten auf einen halben Liter. Das muss man sich mal vorstellen. Und die sind alle von Hand, also eine Quitte musst du erstmal, da musst du diesen Pflaumen, musst du da erstmal. Ja, das geht nur, mit der Hand. Das ist nicht richtig geschält, das ist so dieser Pflaumen. Wird da so runtergeschabt, sage ich mal. Das ist wirklich, wirklich ganz einfach. Kannst du unseren Bildungskindern ja mal den Unterschied zwischen Brand und Geist erklären? Ja, der Unterschied zwischen Brand und Geist ist, ein Brand kann man nur machen aus Früchten, die genug Zucker enthalten, dass sie selber vergären. Während ein Geist ist ein Mazerat, das hinterher destilliert wird. Ja, also es gibt bestimmte Sachen, da kann man überhaupt gar keinen Brand draus machen. Also beispielsweise ein Kaffeebrand, also wenn man irgendwo sieht, Kaffeebrand, das gibt's nicht. Ja, das ist dann falsch. Kaffeegeist geht schon.
Kräuter. Kräuter, genau, gibt es auch nur Geiste. Und natürlich Liköre, das ist ja eh klar, aber das ist eine andere Kategorie. Und bei Kirschen oder bei Quitten, da kann man natürlich beides. Ne? Man kann sowohl einen Brand machen, als auch einen Geist. Also der Brand ist schon die die Champions League. Also das ist schon das Größte. Das ist auch sehr schwer, die Sachen zu kontrollieren, also die Temperaturen zu kontrollieren. So. Deshalb haben zum Beispiel diese Destillatoren alle nur, ich meine, die sind ja sowieso sehr, sehr klein, aber selbst die zwei Kessel haben, zwei Brennkessel, sind immer nur 150 Liter maximal. Weil die Temperatur, wenn du einen größeren Kessel hast, außen anders ist als innen. Und das führt schon zu einer Geschmacksveränderung. Und zu einer ungewünschten Geschmacksveränderung. Je größer der Inhalt, umso mehr die Varianz zwischen Rand und so ist. Genau, verstehe. So ist. Und wenn du das dann überlegst, bei, also wenn du jetzt 500.000 Flaschen machen willst oder so, da kommst du nicht mehr mit so viel 150 Liter Käse. Kannst du auch 24 Stunden. Weißt du eigentlich, wo Monkey jetzt gemacht wird? Nee, das ist ja auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen geheim. Die versuchen natürlich sozusagen. Ich weiß, dass sie jetzt eine neue Destille öffnen wollen, wo er mir sagte, sie bauen viermal diese jetzt eine 100 Liter Anlage, nicht mehr diese 150. Ja, ich bin mal gespannt, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, geschmacklich hat sich das jetzt schon verändert. Ja. Also, naja, nimm mal den, wie heißt das bei Monkey 47? Die haben doch immer eine Sonderedition. Distillers Cut heißt das da auch. Nimm mal den Distillers Cut. Und vergleich den mal, also kannst du ja auch ruhig mit Wasser auffüllen, dass du damit die aufs Gleiche Level. Und dann vergleich den mal geschmacklich. Also ich sag mal, ein Unterschied ist schon die Zitrusnote. Ja. Find ich habe noch nicht drauf. Schon. Also ich finde, hat sich schon verändert. Ist sicher nach wie vor irgendwie auch ein guter Gin. Darum geht es gar nicht. Es geht nur einfach um die Veränderung von Destillation. Und da kann man ja selber sagen, dass viele Sachen sind ja auch Geschmackssache. Also es gibt auch Leute, die mögen auch diese Limettennote von Tanqueray. Ja. Ich finde die ja total künstlich, die Limettennote von Tanqueray. Aber das kann man ja auch mögen. Bei Rancourt ist ja extrem. Ja, da ist neues. Ich glaube aber, das ist alles ein und dieselbe. Die Dosierung ist nur anders. Hast du mal E-Mails hingeschickt und keine Antwort bekommen? Da habe ich sicher irgendeine Antwort bekommen. Wahrscheinlich Anhänge mit vielen Bildern und von frischen Limettenbäumen. Die alle in England wachsen, vor der Tür. Genau, das gibt's, also ihr arbeitet ja mit, ich glaube, 3-4 Hauptbrennern in der Einbar. Also ihr habt ein paar Namen auf der Karte, ihr habt schon 3-4 Höfen oder Brennern. So. Also wir sind schon, wir versuchen schon alle zu besuchen, auch so ein bisschen regelmäßiger mal zu besuchen. Wir versuchen die auch nach Berlin zu kriegen. Das gelingt bei dem einen besser als bei dem anderen. Aber ansonsten telefoniere ich auch wirklich häufiger mit denen oder manche schreiben auch lieber E-Mails. Also es ist schon eine regelmäßige Kommunikation und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen arbeiten wir dann schon auch intensiv zusammen. Das sind Leute wie Christoph Keller, dann der Schätzelhof, dann aus der direkten Umgebung der Siedlerhof, der Michael Schulz vom Siedlerhof. Das ist nicht so weit weg aus Berlin, ne? Genau, das ist Werder an der Havel. Die machen nicht so, er macht nicht so wahnsinnig viele. Es gibt ja Leute, also zum Beispiel Georg Hiebel aus Österreich, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viel Destillate der hat. Das sind 90 verschiedene Destillate, aber dann immer nur so 100 Flaschen oder sowas, ne? Oder als wir bei Pfadhofers waren, da kommt er plötzlich rein mit irgendwie so, das sah aus wie ein verschrumpelter Tennisball. Ne? Und das roch derartig nach Kamel, waren nur drei Dinger, die trug der da rein, da roch die ganze Bude roch nach Kamel und er hatte total strahlende Augen und sagte, guck mal, hab ich aus Persien getrocknete Limetten. Sag ich, getrocknet, die sind auf jeden Fall neben Kamelen getrocknet worden. Ja, ja, genau, die sind neben Kamel getrocknet worden, das finde ich ja gerade als Abgefahrene. Das will ich unbedingt destillieren, aber ich weiß noch nicht,
wie ich die irgendwie in ausreichender Menge rüberkriege. Also ich glaube, das Destillat gibt es noch nicht. Also da zeigt sich, die rennen durch die Gegend, die riechen irgendwas und sagen, oh, ich finde, das will ich mal destillieren. Das möchte ich mal als Destillat. Und Michael Schulz ist da aber ein bisschen anders. Der macht auch sehr viel selber, also der baut sehr viel selber an, hat viele Kirschbäume da. Das ist auch ein ehemaliger, oder ich weiß gar nicht, das ist immer noch ein Hof, Bauernhof, ja. Die halt sehr, sehr viele Kirschbäume haben. Äpfel, genau, der macht, finde ich, den schönsten Apfelbrand. Ja. Das ist kein reinsortiger Apfelbrand. Das sind so von Streuobstwiesen. Ist das ein Apfelbrand? Das ist ganz, 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 ganz fantastisch. Aber der Kirschbrand ist auch toll. Das macht er und dann gut. Ich weiß nicht, ob ich einen vergesse, der auch. Dass du jemanden vergessen hast? Ja, gibt sicherlich. Liebe? Christina, für die Bildungsträger, was ist dein Lieblingsbrand? Also, ihr habt viele Kleins. Aber wenn du sagst, also, ihr habt so jeder vielleicht ein, zwei, wo du sagst, den würde ich mir empfehlen, den sollte man zu Hause mal von dem und dem aus der Kleinen. Also, als Kräuter, Verwen? Das habe ich schon mal probiert bei euch. Verwen, das war das. Ja. Wer macht das? Stelemühle. Stelemühle ist Christoph Kerle. Genau. Der Kreator des Monkey 47. Genau. Also das als Kräuter auf jeden Fall. Also der Apfel, wie sie für den Schaf sehen. Auch vom Keller? Nee, Apfel, wie sie es Siedlerhof. Genau. Und ja, ich die alles. Was auch toll ist, ist also auch so von den Klassikern, so wie also Kirsche, Quitte, das sind ja so Klassiker, aber die sind ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Der eine legt mehr Wert so auf den, sag ich mal, Kerngeschmack, also der Geschmack des Kerns, und der andere so ein bisschen mehr auf den Fruchtgeschmack und so. Ich mag eigentlich ganz gerne, wenn die so ein bisschen balanciert sind. Ja, genau. Hängt auch natürlich stark mit der Frucht zusammen. Ich finde ganz großartig den Kirschbrand, also neben dem vom Siedler und vom Baumgartner. Baumgartner haben wir auch. Baumgartner ist auch ganz toll. Und der Quittenbrand von Schätzelhof. Der ist total unterschätzt, hat ehrlich gesagt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, sollte ich gar nicht sagen. Schneiden wir raus, aber manchmal machen sie das Sinn. Also ich sag mal, die Hörerzahl wächst, aber es ist vielleicht noch erträglich. Aber wie heißt der nochmal? Habe ich vergessen. Das war mit Galgant das Problem. Das ist immer mit Galgant. Mit Galgant hatten wir das Problem. Stimmt. Was war Galgant? Ja, Galgant ist also der Galgant-Likör von der preußischen Spirituosenmanufaktur. Ja. Ein super Produkt. Also Galgant ist so eine schärfere Form von Ingwer. Ja. Und er kann davon auch nicht so wahnsinnig viel von produzieren, weil das Rohprodukt eben auch nicht in so ausreichender Menge zur Verfügung steht. Und das Tolle ist, dass man, obwohl man so eine kleine Bar hat, wie wir sind, für solche Leute sind wir dann teilweise in bestimmten Produkten Großabnehmer. Großabnehmer. Also ich weiß auch mittlerweile, egal, wenn wir irgendwie einen Drink auf der Karte, das kann dann auch schon mal 30, 40, 60 Flaschen die Woche sein. Klar. Genau. Und da führte es bei dem Galgantin, hatte ich dann auch irgendwann mal irgendwo erwähnt, bei irgendeinem Interview oder so. Und dann führte das wirklich dazu, dass dieser Galgant irgendwie ausverkauft war. Und dann habe ich er hat doch nichts mehr verkauft. Dann hat er gesagt, nee, also ich verkaufe jetzt nichts mehr. Ich habe euch was, für euch habe ich genug zurückgelegt. Macht dir keine Sorgen und so. Aber weißt du, das ist sowas kannst du nur machen, wenn du einen persönlichen Kontakt zu den Leuten hast. Erstmal das, und das finde ich aber auch, ich denke oft über sowas nach. Wenn man als Bar und Bartender Brands oder Spirituosen verkauft, also wenn man irgendein Produkt hat, dann ist ja immer das Problem, mittlerweile gerade bei den Großen oder vermeintlich Großen, eigentlich sind Bars ja nur Mittel zum Zweck. Eigentlich sind wir die Prostituierten der Industrie und werden immer schön, also wir werden natürlich nett abgefüttert mit irgendwelchen Events und man kriegt mal eine Einladung und wird schön Honig ums Maul gespielt und so. Ist auch alles nett. Aber eigentlich ist ja nur ausnahmsweise, sie brauchen dich nur, um den Brand groß zu machen, damit sie ihn dann im Lebensmitteleinzelhandel ganz groß machen, immer billiger und dann wieder scheiße. Ja. So, das haben wir ja bei allen schon mitgekriegt. Und das, was mir auch mal nervt, weil ich finde, es gibt so wenig Spirituosenhersteller, die das cool und gezielt machen, die sich vielleicht auch ein, zwei, drei Menschen aussuchen, die sie vielleicht einfach sympathisch finden oder wie auch immer, pro Land oder Bars oder wie auch immer,
einfach sagen, ich mache mit euch was exklusiv, entweder habt ihr einen ganz anderen Preis, wenn ihr Interesse dran habt, oder also mal wie gesagt, Mensch, ich kann das vielleicht noch irgendwo bestellen, ab und zu gibt es mal Flaschen, aber eigentlich kriegst du auch immer da, aber es kann nicht jeder machen. Genau. Also das finde ich interessanter. Also dann gehe ich halt zu euch und sage, gut, das wir den Dings hier aus der Berliner gibt es genau. Noch bei euch. Genau. Genau. Kann ich bei Maya nicht trinken, ist so. Das ist doch, drauf, das ist doch sowieso, finde ich, so ein bisschen so eine Sache in Bars, wo man dann auch sieht, da ist noch wahnsinnig viel Entwicklungsspielraum, dass du schon häufig, also ich sage mal so diese süß-sauer-Varianten natürlich mit irgendeinem selbstgemachten Sirup und so weiter, aber so die Spirituose, die dann drin ist, ne, das ist dann oftmals die gleiche. Du gehst in zig verschiedenen Bars, die machen dann alle ihren eigenen Sirup, aber die Spirituose, die da drin ist, also sag ich mal das hochwertigste und auch das kostenintensivste, das ist dann überall gleich. Ne? Das ist ein guter Punkt, dass man sagt, die geben so viel Wert, vermeiden die auf wegen Dosen, also auf wegen einem Sirup, wo du sagst, gut, aber vielleicht mal das ganze Konzept überdenken. Ja, genau. Der Hauptanteil ist irgendwie Massenprodukt. Genau, genau. Und dann da sind dann auch irgendwie die Unterschiede werden dann extrem marginal. Und der zweite Punkt, finde ich, ist ja auch, was wir machen, kleine Bars, Kleinstbars, für Leute, die sich genau dafür interessieren, für auch so ein bisschen so, naja, man kann schon sagen, so dieses Nerdige, dieses sehr Fokussierte aufs Produkt und so weiter. Und da ist es doch eigentlich naheliegend, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die genau das Gleiche machen. Ja? Ja. Wir möchten Gäste haben, die kleine Bars unterstützen, dann können wir nicht als Bars große Spirituosenunternehmen unterstützen, sondern müssen wir als Bars, finde ich, auch kleine Produzenten unterstützen. Das ist so recht. Gebe ich dir vielleicht ein Kappes an. Ein paar Bestellungsstunden. Mach ich auch mal so. Ja, hast du recht, hast du recht. Man muss natürlich fairerweise eine Sache sagen. Das sind natürlich schon, wir reden da schon von anderen Preisen. Man kann natürlich nicht verlangen, dass ein Quittenbrand, wo 45 Kilo Quitten drin ist, ich weiß jetzt nicht, was der Kilopreis für eine Quitte ist oder so, den kann man jetzt nicht für 14 oder für unter 20 Euro kriegen. Das geht nicht. Ich meine, diese Leute sind alle nicht reich. Ne? Das sieht man ja auch. Die sind alle, ja, sind alle sehr natürlich und die haben da ihr Geld und kriegen ihre Immobilien und also... Arm sind sie am Ende des Tages auch nicht, wenn sie es mal aufbauen würden, aber irgendwie, es ist halt ein Unternehmen. Weißt du? Die haben so, die rennen ja nicht rum und saufen den Champagner. So. Die machen Arbeiten hart und schaffen Werte, aber irgendwie ist das alles sehr solide. Genau. Meistens haben die ein Hotel und so dabei. Die heimische Immobilie wächst mit den Jahren. Aber die folgen alle der Nietzsche-Prämisse, alles was seinen Preis hat, hat keinen Wert. Also da geht's wirklich nicht um Profit. Zum Beispiel, das sind auch Sachen, man kann das manchmal gar nicht glauben. Ne? Der Christoph hat mir da auch Sachen erzählt. Der hat, ich glaube, der was ist der Vogelbeerenbrand, kostet 125 Euro die 350 Milliliter Flasche. Mhm. Ne? Das ist aber auch, das krieg ich nicht verkauft, weil er sagt, oh, der ist super, wir müssen mal probieren. So, das krieg ich dann auch nicht mal umgesetzt. Ne? Da sagt er, ja, okay, verstehe ich. Ich meine, Christoph kommt uns auch schon wirklich entgegen, das kann ich nicht anders sagen. Aber da sagt er, du, weißt du was, an diesen 125 Euro pro Flasche, da mache ich überhaupt keinen Gewinn. Das ist so der in die Jahre gekommenen John Deere mit auch erkennen. Genau. Ja gut, ich meine, er hat ja den Vorteil mit Monkey 47, dass er kommuniziert auch so. Das ist das Ding, was für ihn die Rechnung. Du, das ist ja der perfekte Weg. Es geht auch darum, wenn man jetzt als Bar das sieht oder als Inhaber von der Bar am Ende das muss die Rechnung bezahlen. Wenn du einen Weg findest, wie du irgendwie sozusagen einen Geldfluss generierst und auf der anderen Seite dann das leben kannst, was, also ohne sich komplett zu widersprechen, finde ich super. Genau. Und das ist auch natürlich, müssen am Ende die Rechnungen gezahlt werden, aber man kann natürlich schon auch sagen, also ich sage mal, es ist eine unterschiedliche Haltung, ob du sagst, ich möchte meine Rechnung bezahlen oder ob du sagst, ich möchte meinen Gewinn steigern. Ne? Das sind schon zwei unterschiedliche Sachen, weil diese Nummer mit Gewinn steigern, die kann ich natürlich immer weiter treiben. Ja, ich finde ihn ja nicht, das ist ja der Irrglaube. Also ich verurteile diese Sachen ja gar nicht, aber das ist einfach ein anderes Konzept. Das ist ein anderes Konzept. Wenn ich so Gewinnsteigerung als Konzept habe, dann nicht diese Bars machen, die wir machen. Nein, das sehe ich auch so. Das muss man auch so auseinanderhalten, das finde ich auch.
aber es gibt ja ein paar Sachen, über die wir, also das war lustig, weil gestern hast du, habt ihr ja den Vortrag auf der Bühne gehalten hier in Berlin, in Paris. Auf der Paris, ja, alle Meier. Hast du gar nicht getrunken, das muss halt vorher gekommen. War aber übrigens nett. Du, da musst du ja. Hier im französischen Café auch voll sein, wenn du sagst, hier in Berlin, du, da komm, ruckzuck sind die Ohren rot. Ja. Also hier in Paris haben wir einen Talk gehalten und eure Bar vorgestellt und da musste ich ja auch sozusagen deinen Gag vorwegnehmen. Du hast es wieder nicht gesagt, jetzt tue ich es wieder. Genau. Eure jetzt, Bar, es ist lustig. Das Lustige, ich habe schon dreimal mit dir, ich habe auch gestern war, haben wir irgendjemand anders noch eure Bar erklärt, hast du dann gesagt, dass du fängst immer an und sagst, wir machen Punche und wir machen andere. Das ist lustig, weil ich würde komplett anders anfangen. Ich würde immer sozusagen aus der Sicht des Gastes, du machst die Tür und ich würde erstmal sagen, der Laden hat keine Bar. Das macht ja. Mich, also das ist lustig, da ist mir aufgefallen, dass du das dreimal ganz anders startest, so von diesem, es genau. Gibt Punche, wo du sagst, Alter, das merken die beim nachdem sie hingesetzt haben. Aber erstmal gibt es keine Bar. Das ist toll, finde ich. Ja. Und es ist ein wunderschöner Laden. Ja, total. Also der Laden ist wunderschön. Also ich finde ihn wirklich schön gemacht. Dankeschön. Und es gibt diesen aufwärtig gestalteten Barwart, ja. So einen Trolley, wo man kommt an den Tisch und da wird dann so ein Drink mal gemischt oder so ein Bowl, glaube ich auch. Der Punch, Entschuldigung. Und das finde ich ganz toll. Ungewöhnlich, weil, wie gesagt, viele. Du hast es gestern so schön gesagt, es ist kein Laden für Barkeeper, weil die wollen immer an die Bar, aber die können alle nicht kommen. Das ist irgendwie, die sitzen immer an der Bar. Und ja auch viele aus dem New York, aus dem Bordermann, so diese typischen Barflies heißen ja so, weil natürlich ja. Die Schmeißfliegen an die Bar so abhängen. Was wir ja eigentlich auch mal toll finden, aber ich mag diesen konzeptuellen Sprung zu sagen, nö, lass mal weg, mal gucken, ob wir die auch so gesetzt kriegen. Müssen sie jetzt, ja, gibt ja nichts anderes. Das finde ich halt bei euch sehr spannend, gerade weil ihr ja auch. Ich meine, Beckett kommt wie groß, der Tresen ist nicht so groß. Wie viele Plätze? 11. Und das ist nicht klar. Ich dachte, nee, das ist weniger. Habe ich falsch? Nein. Ich dachte, das wären 7 Stück. Okay, 11 ist schon viel. Ja. Das heißt, die Bar Beckett Kopf, die jetzt ja so über 10 Jahre, glaube ich, ne? Ja, über 10 Jahre. 10 Jahre gewachsen ist. Ihr seid ja ein Urladen für Barfleisch. Also man hängt am Tresen, redet mit dir stundenlang, wird betäubt. Ja. Und in andere Welten geführt und manchmal sitzen drumherum am Wochenende auch noch Leute, die nerven, weil die im Barkeeper von der eigentlichen Arbeit abhalten, sich von den, mit den Gästen zu unterhalten, ja. Müssen dann Drinks machen. Ja. Tja, Hanebüchen, aber diese Eingeständnisse, das ist ein kapitalistisches Gewinnprinzip, ist dann ja so. Ist lustig, weil ihr seid ja so gewachsen. Jetzt macht er was ganz, was ich cool finde. Ja, sagt ihr, ist schön mit dir am Tresen sitzen, alles gut, aber hier nicht. Aber es ist halt auch so ein bisschen so, es hätte mich auch gelangweilt, wenn wir jetzt irgendwie Beckets Fuß gemacht hätten. Beckets Belly. Ne? Irgendwie sowas, dass man dann am Ende über Berlin hat, man Beckets Kopf, Beckets Hand, Beckets Fuß, Beckets Hintern oder so. Das hätte mich dann auch einfach zu sehr gelangweilt. Und was ich schon schön finde an dieser Idee mit dem Barwagen am Tisch, ist schon, dass du einfach dann in dieser Zeit, also wenn du was bestellst, ne, dann kommt der Barwagen kommt am Tisch und der Drink wird komplett bei dir am Tisch zubereitet. Ja. Und in dieser Zeit hast du dann auch den Bartender komplett für dich alleine. Genau. Ne? Ja. Und da kann dann auch keiner dazwischen quatschen, wie ist denn das da oder so, sondern da hast du wirklich für die Zeit das komplett für dich alleine und dann zieht er natürlich wieder weiter. Füße einziehen, weil das Ding liegt über hin und wieder. Ja, das ist sehr massiv, das habe ich gesehen. Also sehr schön. Wie ist es denn, das war ja so, ich habe ja auch einen zweiten Laden aufgemacht. Dann ist ja so die Entscheidung, weil du sagst, ich glaube, euer Laden ist sehr personengebunden. Ich weiß, dass ihr tolles Personal habt und das über die Jahre ist ja ähnlich wie vielleicht in New York, wo man sagt, es gibt ja auch den Mario und andere Leute, die Gesichter wurden. Das ist nicht mehr, das war ja auch mein Wille, das ist nicht mehr nur das große New York, so wo ist der Herr Meier. Habt ihr ja auch, glaube ich, ganz gut hingekriegt, aber absolut. Ist es so, ist der neue Laden schon der, wo du jetzt auch oder ihr viel seid und das Gesicht auch seid oder werdet? Oder zum Beispiel machst du einen Boilerman so, ich war am Anfang ja ein paar Monate mit anderen so ein bisschen das Konzept geschraubt und immer da und dann, ich habe mich da aber komplett zurückgezogen. Also Boilerman bin ich nicht. Genauso also genau bin ich schon, aber nicht. Ja, also das genau Gesicht, das Gesicht versuchen wir, also ehrlich gesagt, ich habe immer so ein bisschen die Tendenz gehabt, mein Gesicht rauszuhalten. Es gibt nicht viel, aber ist es so nicht viel, ja. du kannst es heute auch echt schwer durchhalten, weil so auch diese ganzen Medien sind halt so fokussiert auf Gesichter. Ja. Aber eigentlich habe ich das immer nicht machen wollen. Du hast es ja nicht Olivers Kopf gemacht. Ich habe es nicht machen wollen. Aber wenn er auch Christinas Kopf machen müssen, wäre ja. Weil, weißt du, ich bitte dich. Das ist auch ein bisschen unfair gegenüber den Leuten, die da auch wirklich. Zum Beispiel Harry und Christian im Beckets Kopf. Ich meine, die sind einfach viel näher am Gast dran. Harry Kloppen und wer ist Christian? Christian Schenk, der zweite. Ah ja, okay. Die sind aber viel mehr
dran am Gast und so weiter, die sind eigentlich viel mehr das Gesicht von Beckett's Kopf. Wir haben da irgendwie das Konzept vor Urjahren irgendwie mal entwickelt und dann aber auch das Ganze weitergeschraube. Ne? Ja, auch in Beckett's Kopf. Das passiert ja im Team. Wir machen zum Beispiel auch bei den Gin-Sachen. Ne? Weißt du, wir machen alle 2 Jahre machen wir ein Blind-Tasting, wo wir unsere Gins, die wir da haben, stellen wir hin. Ich kaufe noch 4, 5, die ich auch interessant finde, kaufe ich mehr. Dann wird ein Blind-Tasting gemacht. Dann werden 2 vorgezogen, die man am besten findet, und 2 weggezogen, die man am schlechtesten findet. Wenn die weggezogen sind, am schlechtesten sind, in unserem Stock sind, fliegen die raus. Das ist aber eine Teamsache. Das ist ja auch, wie sich der Geschmack entwickelt, auch von einem selber, oder? Klar. Ja, total. Weil natürlich nach 2, also ihr kennt das ja bei dir selber, dass du über Jahre dann einfach Sachen, die du vor 3 Jahren immer noch so, und dann sagst du, ich war fest überzeugt. Aber die Marken, Genau. Vielleicht ändern, wir sagen dann immer, die ändern sich. Das die Marken sagen, wir haben nicht angefasst. Das ist Markending. Aber wir haben selber auch. Deswegen ist es wichtig, diese. Das ist Markending. Ja. Du bist geblendet auch von dieser Story, die die Marke erzählt. Ich war jahrelang davon überzeugt, dass Plymouth der beste Gin ist. Das stimmt, was mir erzählt. Bis er dann im Blind Tasting. Harry, lustigerweise, hat das war immer so eine Parallele von uns. Ne? Also immer gesagt, ja, Plymouth, das ist unser Gin und so weiter. Und dann bei uns beiden ist er wirklich in diesem Blind Tasting ist er rausgeflogen. Da habe ich gesagt, wir müssen das Blind Tasting nochmal wiederholen. Wir wiederholen auch, ob wir das weg. Weil ja, man hat bestimmt andere Geschmack am nächsten Tag, man hat immer den gleichen Geschmack. Also außerdem machen wir es auch mal mit Drinks. Muss man auch. Wiederholen. Also, beispielsweise gerade Gin finde ich halt eigentlich total Quatsch, den pur zu trinken. Ja. Also eigentlich, weil man kann da schon viel schmecken mittlerweile, aber und ich finde ja zum Beispiel, mittlerweile gibt es leider zu viel davon, aber eins gibt es gar keinen schlechten Gin, wenn man Gin Tonic trinken will, weil dann kann man immer noch einen Tonic finden oder das Mischungsverhältnis oder irgendeinen schwierigen Trick mit einem Bitter oder einer Zitronenzeste, wo man dann als Produkt sagt, oh, das ist aber ganz toll trinken. Außerdem verändern sich die Sachen in der Mischung ja auch extrem. Das ist ja eigentlich auch das Interessante am Cocktail, dass du kannst die Sachen erstmal pur trinken und dann aber relativ Kaffee. Kaffee? Ah, ouais. Deux Café? Oh, ne, Liberté. Karlauer jagt hier den nächsten. Dass du ganz schwer sagen kannst, wie reagiert das im Zusammenspiel mit X oder Y. Das ist wirklich schwer zu sagen. Das ist teilweise eine riesige Überraschung. Ja. Das ist schon toll. Nach wie vor wahnsinnig interessant. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, im Lost sind wir eigentlich, versuchen wir uns, genauso wie du es im Boilermann machst, zumindest als Person eher im Hintergrund zu halten. Wir haben uns den Beckett's Kopf auch mehr zurückgezogen. Es ist jetzt schon, manchmal so, weißt du, dass so Gäste dann zu Harry sagen, wir sind besser. Was ist denn das für ein Klugscheiß? Ist der neu hier oder was? Ja, kenn ich auch schon. Du bist eine dicke Kellner und du bist der Schiss. Ehrlich? Das ist schwierig. Sag mal, und wie ist du mit Mario als Chef? Das ist echt nett. Super Typ. Waren aber 10 Jahre oder 10 Jahre plus. Ja. Ist auch schon... Wie bist du zum Bar gekommen? Habt ihr euch erst kennengelernt oder hast du vorher schon Bar gemacht? Oder kam das über eure... Nein, wir haben uns vorher kennengelernt. Vorher? Vorher. Okay. Ich habe ja nie in der Bar gearbeitet. Ich war im Hotelbereich. Aber Management, keine Bar. Also du hast nie in der Bar gearbeitet, außer in deiner eigenen? Und du dann auch nicht. Du hast vor dem Hotel gearbeitet. Ja. Der Grund, warum wir eine Bar haben, ist ja, also... Wir haben in 2 verschiedenen Berufen gearbeitet. Ich meine, Christine, das und ist 2 verschiedene Städte. Genau, aber du hattest auf jeden Fall eine größere, sag ich mal, Nähe so zur Gastronomie über Hotellerie und so weiter. Ich ja überhaupt, also ich war davon ja völlig unbelegt. Ich hatte zwar immer so diesen Privatidiotismus von gemischten Getränken und alten Rezepturen und so, aber damit habe ich natürlich nur Freunde terrorisiert. Ne? Also das habe ich nie irgendwie öffentlich oder so gemacht. Wir machen das ja, wir Bildungsmedien machen sie mittlerweile öffentlich. Genau, ja, heute, wir kennen, heute kann man es auch besser machen. Ne? Heute hat sich alles verändert. Und unser Grund ist eigentlich gewesen, dass wir zusammenarbeiten wollten. Das war eigentlich der Hauptgrund. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir denn zusammen machen? Ja, haben wir natürlich erstmal über das Hotel. Dann, oh nee, da muss man so früh aufstehen und so, da musst du dann morgens Frühstück machen und sag ich,
Wir wollen ja. Das war immer mein wir wollen ja. Umschlagen. Ja. So ein französisches Baguette in den Hals gelegen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, du willst zusammenarbeiten und willst ausschlafen, da gibt es gar nicht mehr so viele Berufe, die du machen kannst. Ne? Also mir ist nur einer. Das ist schwierig. Also. Ja. Ich überlege gerade, so viele sind es nicht. Ja. Wir haben Nebentisch und ich teile ein Problem. Wir haben ein Baguette gegen Knabber. Okay, dann gehe ich im Theater. Ja, aber, nee. Aber das würde ich nicht machen. Solidarität. So, das sind die, ja. Wie, was sagen wir, Egalität und die Fraternität. Genau. Alle hier zusammen, Frater hier. Frias. Ja. Hm? Ja, ne. Der Bauer sagte mal, wir müssen kürzer werden. Ja. Weißt du, der, weißt du, YouTube ist jetzt cool, mach nicht mehr als 45 Minuten und so, ich bin da mal gegen. Also nicht hast du dich kurz. Aber du bist doch. Du bist doch der mindestens 8 Minuten Husten dann vorausschneiden. Ja. Dann sind wir endlich dabei. Aber du bist doch der Meister in dieser. Ich meine, wir haben ja jetzt zum ersten Mal eine Facebook-Seite. Da hat man mir aufgeschwatzt. Ja. Ja, mein Bruder ist eigentlich für diese ganze Internetsachen verantwortlich, weil der das Beruf immer. Und dann, muss jetzt Facebook und so. Und ich mich dann irgendwie hingesetzt und mich überhaupt erstmal versucht, damit zu befassen. Und dann Billy Wagner, kenne ich ja auch, ist ja auch so ein Genie. So ein Facebook einen anzurufen. Wie bei den Brennmeistern, bei Facebook keinen abgenommen. Ja. Alte Uwe, ja, nix, wir gehen hier ran. Ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Klassiker. Ja, kenne ich halt auch mal gemacht. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, dann, ich neige dann immer dazu, mir so Konzepte dann dazu zu überlegen. Und das ist ja, ich habe dann irgendwie so über die Destillateure habe ich dann was gemacht und so. Und dann Leute, die dann auf Facebook sind, die haben mir gesagt, ey, die sind keine Sau, das ist alles viel zu lang. Du brauchst Bilder brauchst du. Bilder. Deshalb, ich glaube, er hat recht. Die Zukunft ist... die Zukunft ist, du musst das machen, was dir gefällt. Ja. Du musst husten, wenn du... Aber man darf nicht so lange reden. Ich glaube, dann ist es, wo du selber hinterstehst und klar, ne, wenn man das jetzt so idiotisch macht, dass man weiß, dann interessiert niemand. Ich glaube, du musst da so ein bisschen die, ich glaube, du hast irgendwie ein Gefühl dafür, welche Leute du ansprechen willst oder wen, und dann macht man das vielleicht darauf zugeschnitten. Ich glaube, du musst es so machen, was immer das dann ist, wenn du einfach sagst, weil eigentlich dir zuzuhören, finde ich jetzt als vielleicht nicht ganz normaler Mensch, aber finde ich es interessant, deine Geschichten, dann solltest du eher, ja, weiß ich nicht, dich vor so eine billige Kamera setzen und 15 Minuten was zu jedem Brenner erzählen oder so, weil dann bist es du. Ja, da sagt mir dann der Facebook-Nutzer, das interessiert keinen. Deshalb mache ich das dann lieber so, ich erzähle dir das. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, du findest das dann interessant, ja. Du hast ja sowieso... Ihr geht alle ins Lost in Grips. Ja. Ja. Und dann funktioniert ja dieses System. Ja, ja. Wie auch immer, so ein ist ja auch egal. Mensch, ja. Ja. Genau. Dann kommen die plötzlich alle. Und dann ruft Werner mich an und der verfolgt das dann immer. Und sagt dann, wir haben irgendwie 70 neue Gäste. Oh, ich glaube, ich muss in die Bar. Nee, hier sind immer voller. Likes heißt das. Likes. Ja. Ja. Ja, aber. Und wie ist es jetzt so? Ich meine, wir haben noch keinen Sommer, es war erst Juni, aber die Sonne noch nicht geschieden in Deutschland. Erster Sommer, weil die Bar ist ja keine. Oder hat sie Außenplätze? Nee, ne? Nee. Also hat Beckett's Kopf aus dem Sinn? Ja, wir haben das irgendwann. So ein bisschen habe ich ja gelernt, ist nett, weil sie Leute reinziehen. So ein ja, ich hasse ja die Terrasse. Ja, jeder anständige Barbetreiber hasst Terrasse. Und klar. Deshalb wird die Terrasse auch nur irgendwie aufgebaut, wenn es nachts über 30 Grad ist. oder wenn die Kasse leer ist. Oder wenn die Kasse leer ist und so. Und das ist so ein bisschen im Lost in Grossview, ist es auch so. Der erste Sommer wird hart. Der erste Sommer wird hart. Wir haben ja auch. Das Problem ist ja auch, wir haben ja zu dem beschissensten Monat aufgenommen, den du aufmachen kannst, nämlich im Februar. Da fängt das gerade so an, spricht sich das gerade so um, dann wird es draußen warm. Also kannst du eigentlich im September neu anfangen. Wir können das im September ausstrahlen oder so. Genau. It will be a journey if it's long. Das habe ich halt einfach so gelernt, du brauchst Zeit. Ne? Also dieses, klar, absolut. Am Ende des Tages alles Theorie, wenn du kein Geld mehr hast, kein Geld mehr, muss Umsatz machen. Muss man das. Aber eigentlich ist es so, du darfst einfach nicht über ein Jahr, du musst mindestens, also sag mal, das eine Jahr reicht nicht. Habe ich noch nie erlebt. Unser Rainer heißt ja Werner. Genau. Das ist auch ziemlich entspannt. Genau, das sind ja Leute, die wissen das ja auch vorher. Und die sind auf meiner Seite und solche Leute brauchst du auch. Sonst wird es
Sonst ist es, glaube ich, echt eng. Und sonst tut es auch echt zu sehr weh. Ja. Nee, also ich glaube, es ist auch gerade, worüber wir auch gestern mit Charles Schumann sprachen, bei unserem kleinen Diner, was er auch sagt, weil ich sagte, ne, Charles, da muss man, der Laden wird dir gefallen, der ist eigentlich so wie in München und Hamburg, das ist nämlich richtig, also ich will jetzt nicht mal der Idiot sein, der Berliner ist, es ja, gibt tolle Läden in Berlin, aber ich fand es einfach schön, weil er einen richtig hochwertigen Laden gemacht hat. Und sagte er ja auch, eigentlich macht es auch, sagtest du auch gleich, es macht auf lange Sicht mehr Sinn, das ist einfach so, wenn du halt einfach richtig Geld, in, also wenn es einfach schön machst und fertig und Rock'n'Roll ist auch cool, aber ich finde halt tolle Läden und dann ist es aber klar, dass das nicht nach 3 Monaten sich an, oder auch nicht nach einem Jahr. Ne? Das ist, genau. Das ist einfach eine Nummer größer planen, aber mit einer gewissen Erfahrung kann man das ja. Also man seit 10 Jahren im Sattel. Man muss ein bisschen länger planen und das, man muss es auch als Work in Progress begreifen. Trotzdem, scheitern ist immer möglich. Ist aber auch nicht schlimm. Zumal, was ja für Berlin auch noch, das haben wir so angekratzt, eure Preise sind natürlich, weil ihr so tolle Produkte nehmt, die von kleinen, ist aber so, es ist jetzt nicht der unter 10 Euro Happy Hour Preis. Die Drinks liegen bei 13, 14. So. Ja, also es geht los bei 11. Solche Preise, aber. Geht los bei 11 und ist bei 17. Also wir haben schon versucht, es niedrig zu halten. Punches ist eigentlich, ehrlich gesagt, relativ günstig, weil du da einfach mehrere Gläser wenn du hast. Gleich 3 verschiedene haben willst. Genau, da sind wir eigentlich schon bei Happy Hour Preisen. Das finde ich eigentlich schon günstig. Aber es ist halt eine sehr, sehr ungewöhnliche Art. Aber du liest sofort 15 Euro, ne? Also, ich glaube, es ist wie bei vielen Glas Dingen, du brauchst, ich finde es ja vorsichtig, das Wort Erziehung zu sagen, weil wir erziehen ja keine Gäste, aber so eine Gewöhnung. Also genau. Du musst halt, das war im Milieu am Anfang auch so, viele rein, viele raus, oh nee, ist nicht mein Laden. Ich hatte ganz viele Leute, die reinkommen, standen, dann sind wir rausgegangen. Und du so, wolltest vielleicht mal so in die Karten, nee, gefällt mir nicht, okay, tschüss. Ja. Das ist auch, glaube ich, vielleicht so ein bisschen so ein Gedankengang, der vielleicht erst einsetzt, weil man muss ja schon sagen, dass die Entwicklung so der Bar ist ja eigentlich noch sehr kurz, wenn man das mal überlegt. Als wir vor 10 Jahren angefangen haben mit Beckett's Kopf, da gab es keinen Rye Whiskey. Also der existierte irgendwie. Also da konntest du auch nach Amerika fahren oder so. Konntest du da fragen? Ja. Rye Whiskey? Nee, hat mir den Canadian Club gegeben. Ne? So, ja, genau. Wir wussten, dass sich das sozusagen mal verändert hat vor 80 Jahren. Genau. da ist halt einfach in 10 Jahren ist das schon ein wahnsinniges Bewusstsein auch für Produkte entstanden. Und das Bewusstsein muss aber, sag ich mal, muss sich schon noch in der Hinsicht weiterentwickeln, damit auch sowas dann finanzieller Erfolg wird, dass man sagt, okay, ich zahle, wenn ich irgendwo in eine Bar gehe und zahle, keine Ahnung, 12 Euro für einen Drink, ja, sagen wir mal für einen Daiquiri, aber dann ist da irgendwie Havana Club 3 Jahre. Okay, der Drink kostet 12 Euro, oder? Das scheiß Zeug kostet im Liter, was weiß ich, 14 Euro, ich weiß gar nicht, was kostet, 14, 15 Euro oder was? Keine Ahnung. Oder wenn ich in eine Bar gehe, wo ich vielleicht 14 Euro für einen Drink zahle, aber da ist ein Brand oder von mir ist auch ein Gin drin, von einer Kleinstdestillerie, wo die Flasche halt auch einfach mal 35 Euro, 50 Euro oder sonst irgendwas kostet. Ich bin ganz bei dir. Ich tue mich auf der einen Seite immer schwer, mit Preisen zu vergleichen, weil ich finde, es ist ja das Gesamtpaket. Es kommt ja auf Lage, Ausstattung. Ja. Am Ende des Tages muss es den Kunden nicht interessieren, wenn er es nicht wahrnimmt. Aber natürlich ist mir, das merke ich ja bei uns, also wir sind ja auch auf keinen Fall preiswert. Also zum Glück habe ich so das Feedback, dass alle mal sagen, ist okay, aber bin ich seitdem nicht. Ja. So. Und ich glaube, es liegt einfach daran, ich muss eine Innenstandmiete zahlen, ich habe eine Fest angestellt, es ist so. Das ist eine Entscheidung, die ich fälle, weil ich denke, es ist im Gesamtpaket richtig. Ja. Aber natürlich kostet bei uns ein Daiquiri auch 12, 13, 14 Euro. Und ich weiß gar nicht, was, je nachdem, welcher rum drin ist. Ja. Aber es halt auch kostet viel Geld. Muss dann natürlich auch ein Punkt sein und gut. Aber bei uns ist halt sowas wie, ich glaube, es ist was anderes. Also, ich mache jetzt mal eine kleine Nachbarschaftsbar auf, habe irgendwie 30.000 Euro investiert, noch ein bisschen umgebaut. Genau. Aber das ist ja auch cool und nichts spricht dagegen. Nein. So ein Konzept ist ja auch toll. Was ich manchmal schwierig finde bei diesen ganzen neuen Konzepten,
die nehmen dann immer so ein bisschen weniger Preise als die anderen, aber wo du sagst, also eigentlich müsst ihr deutlich weniger nehmen, weil ihr habt da gar nicht so viel Gas gegeben. Also ist ja, warum wollt ihr denn so teuer sein? Seid doch mal, ist aber gut. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, dass so die Beschäftigungsverhältnisse in der Gastronomie besonders in Berlin. Ich glaube, da sind beide Maß schon, da muss man nochmal unterhalten, das ist Ausnahmen. Aber egal, das ist jetzt vielleicht für Bildungsstrecken willkommen. Ich nehme mal einmal, wenn ich darf, für die Kamera, darf ich mal? Dann müssen wir hier Herr Bauer mit aufs Bild nehmen. Herr Bauer, auch noch eine Frage. Der hat die ganze Zeit, zum Schluss hat er hier so, der Arm wurde schwer, ich hab's gesehen, das war so aus Altkabel. Das ist schon so lange. Ja, das ist schon so. Herr Bauer, noch eine Frage, hier so bildungsdringend-mäßig, Sie als Bildungsdringer. Nee. Einfach nur fertig von der geschöpften Kamerahaltung. Ja. Aber schon zwei Sessions gefilmt. So. Verstehe. Ich hatte auch neben unseres Gesprächs SMS-Anweisungen an andere gegeben, weil wir nur Traum aufnehmen, wenn ich es nur schaffe. Ja. Also delegieren, das ist auf dem Zettel. Nein, war interessant. Ich finde es toll. Also, ich finde, man merkt extrem eure Leidenschaft. Ich hatte das Vergnügen, wir haben uns ja letztens auch lange bei dir unterhalten oder bei euch. Und, schön, es hat mir sehr gut gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn es erfolgreich wird. Ja. Also erfolgreich. Ja. Vielleicht sollten wir noch sagen, wo man das findet. Christina, das bist du jetzt hier, PR-Beauftragter. Genau. Das müssen wir mal gut aussehen, der Frau. Wir sind auf der Jägerstraße 34 in Berlin-Mitte. Ja. Das ist in der Nähe vom Auswärtigen Amt, ne? Ja, direkt. Obern, Hausvorteil. Jeden Tag geöffnet? Oder? Ja. Jeden Tag geöffnet. Warten wir den Sommer ab, aber noch hier. 18 Uhr. Ich hab im ersten Sommer dann die Öffnungszeiten geändert, weil ich am Ende. Ja, also Sommer? Der Sonntag. Nach dem ersten Sommer war ich so pleite, da musste ich erstmal Öffnungszeiten. Wir haben noch überlegt, ob wir im Sommer der Sonntag. Der Sonntag muss ich anstrengen. Wenn der noch dabei ist, muss er mal richtig Gas geben. Genau. Der Hund. Moment jeden Tag. Der Sonntag, Ja, das ist undankbar. Kollege, aber macht das ja immer so für Seewohl der Gäste, wenn er immer Sonntag trinkt. Ja, zumal, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin eigentlich so ein, ich bin sonntags ganz gerne. Jein, also ich sehe das genauso wie du, aber jetzt kommt dazu, dass ich drei Kinder habe und ein bisschen andere. Also bei mir sind die Sonntage echt, ist das eher der einzige Tag, wo ich eine Family habe, dann mache ich es nicht. Abwarten, wenn die 18 Jahre das 18. Lebensjahr überschritten haben. Glaub mir, so lange brauchen die nicht, wenn die 12 sind, reißt wahrscheinlich schon. Dann reicht das schon für Sonntag. Dann ist Papa wieder sonntags woanders. Ja. Wenn ich montags allein zur Schule gehen könnte, dann bin ich raus. Wenn ich dann nicht mehr um 7 Uhr aufstehen muss, dann kann ich auch sonntags in die Kasse. Naja, aber wenn du dann sonntags nicht sagst, nee, heute nicht, dann deshalb sage ich 18 Jahre, dann sagt deine drei Bildungstrinkersöhne, deine drei Bildungstrinker, die sagen dann, Alter, komm raus jetzt hier, runter vom Sofa. Ja, also mich hat sehr gefreut, vielen Dank. Ich hoffe, werte Bildungstrinker, auf nach Berlin. Berlin. Ja, danke für die Einladung. Super, super Sache. Ich bin gespannt, wie unsere Soundtapete ist, weil das ist echt Straßenlärm. Ich habe es ein bisschen gehört. Ja. Ich bin gespannt. Also Herr Bauer, das ist Paris. Es geht ja auch um den Live-Faktor. Genau. Ja. Also. Ansonsten, wir kommen gerne nochmal wieder. Ja. Sehr gut, genau. Wir machen dann nochmal eins. Wir kommen wieder nach Paris. Genau. Machen wir es an vielleicht machen wir es mal. Das hier. Genau, oder wir kommen zu euch. Ja. Sehr schön. Danke euch. Vielen Dank. Gerne.